Viele Menschen denken bei dem Stichwort künstliche Intelligenz an Science-Fiction-Filme und das nicht in einem positiven Kontext. Maschinen, die selbstständig denken und handeln können, ergreifen in diesen Horrorszenarien die Weltherrschaft. Dabei vergessen die meisten, dass künstliche Intelligenz, kurz KI, schon heute in unserem Alltag angekommen ist. Hinter dem Begriff steckt nämlich ein ganz realer Zweig der Technik, mit dem wir fast täglich in Berührung kommen. Aber wie genau funktioniert KI eigentlich? Was versteckt sich hinter dieser Technik? Und welche Chancen und Risiken verbergen sich dahinter? Das und noch mehr wollen wir euch heute in diesem Video erklären. Einfach ausgedrückt handelt es sich bei KI um Computerprogramme bzw. Computercodes, die auch Algorithmen genannt werden. Sie sollen menschliche Intelligenz nachahmen. Ziel der Entwickler ist es dabei, Maschinen zu programmieren, die Probleme selbstständig lösen können. Ein Problem kann dabei sogar schon die Eingabe eines Suchbegriffs in Google sein. Google erkennt innerhalb von wenigen Sekunden, was wir suchen und macht einzelne Vorschläge, bevor überhaupt die Ergebnisse angezeigt werden. Schon das ist KI. Grundsätzlich unterscheiden wir auf der einen Seite schwache KI und auf der anderen Seite starke KI. Schwache KI ist aus dem heutigen Alltag kaum noch wegzudenken. Diese Systeme werden aber nur auf einen ganz bestimmten Anwendungsbereich spezialisiert. Darunter fallen beispielsweise schon Navigationssysteme oder auch Spracherkennungssoftware wie Alexa und Siri. Aber habt ihr eigentlich schon mal darüber nachgedacht, wie zum Beispiel Streaming-Plattformen wie Netflix oder auch Spotify uns immer die passende Serie oder die beste neue Musik zeigen können? Ja genau, das ist auch schon schwache KI. Diese Art der KI wird zwar immer nur für einen Bereich entwickelt, aber sie übertrifft in diesen Bereichen oft schon die Fähigkeiten der Menschen. In den 90er Jahren wurde beispielsweise ein Schachcomputer entwickelt, der den damals amtierenden Weltmeister besiegt hat. Die starke KI soll im Gegensatz zur schwachen KI die gleichen intellektuellen Fähigkeiten besitzen wie wir Menschen. Sie hat ein eigenes Bewusstsein und kann in unserer Sprache kommunizieren. Diese Art der starken KI, wie wir sie tatsächlich nur aus Science-Fiction-Filmen oder Büchern kennen, gibt es noch nicht. Und es liegt noch in weiter Ferne, bis diese Art der KI entwickelt wird. Der Schlüssel von schwacher zu starker KI liegt im Machine Learning. Durch diesen Bereich der künstlichen Intelligenz ist es den Maschinen möglich, aus Daten zu lernen. Die derzeit relevanteste Disziplin ist das Deep Learning. Hierbei wird das menschliche Gehirn nachgeahmt, und zwar durch künstliche neuronale Netzwerke. Im menschlichen Gehirn sind die vielen Neuronen miteinander verbunden und geben elektrische Signale an diese weiter. Durch Milliarden von Neuronen entsteht letztendlich unser Nervensystem und damit auch das Gehirn. Aus der Aktivität der Neuronen entsteht unser Geist. So sind auch die künstlichen Neuronen miteinander verbunden und müssen lernen. Das fängt schon bei ganz banalen Unterscheidungen an, wie beispielsweise den Unterschied zwischen Hunden und Katzen zu erkennen. Die künstliche Intelligenz wird dafür mit großen Mengen an Daten gefüttert, in diesem Fall mit Bildern von Hunden und Katzen. Während das Netzwerk nun trainiert wird, wird ihm gleichzeitig immer wieder zurückgemeldet, ob es das Tier richtig erkannt hat oder nicht. Je nach Rückmeldung verändern sich die Verbindungen zwischen den Neuronen. Die KI wird immer stärker und kann bald schon den Unterschied zwischen Hunden und Katzen zuverlässig erkennen. All diese Anwendungen stehen einem großen Problem gegenüber. Sie sollen sicher sein und müssen außerdem mit den ethischen Werten der Europäischen Union übereinstimmen. Fragen, die beispielsweise immer wieder beim Thema autonomes Fahren aufkommen, sind: Wer ist eigentlich beim Schaden verantwortlich? Wer entscheidet in einer Unfallsituation, welches Leben eher geschützt werden soll? Eine weitere Hürde, die KI nehmen muss, betrifft den Datenschutz und die Privatsphäre. Schon heute sind Filterblasen gefährliche Ergebnisse von künstlicher Intelligenz, wie die Wahl des US-Präsidenten Donald Trump im Jahr 2016 gezeigt hat. Außerdem können mit künstlicher Intelligenz auch gefälschte Videos, Audiodateien und auch Fotos erstellt werden. Dieses Phänomen wird Deepfakes genannt. Ob künstliche Intelligenz ein Jobkiller sein wird, bleibt bislang unklar. Die Angst, dass durch künstliche Intelligenz viele Arbeitsplätze vernichtet werden, ist allgegenwärtig. Klar ist, dass schon heute viele Arbeitsplätze durch Maschinen ersetzt werden. Offen bleibt, ob diese Arbeitsplätze durch die Digitalisierung und neue Technologien wieder neu geschaffen werden können. KI kann den Menschen aber auch dienlich sein.
So können Verkehrsmittel sicherer werden, das Gesundheitssystem besser und der Zugang zur Bildung kann erleichtert werden. Aber auch bei Sicherheitsmaßnahmen kann KI ein entscheidender Faktor sein. So können beispielsweise Terroranschläge vorhergesagt und auch vermieden werden. Auch bei Gefängnisinsassen kann die Fluchtgefahr besser eingeschätzt werden. Es liegt am Ende an uns Menschen, wie wir KI einsetzen. Damit wir alle davon profitieren können, müssen aber klare Regeln und Grundsätze für die Regulierung geschaffen werden.